und Tool. Hallo und herzlich willkommen hier aus Saint-Tropez. Er ist doch ganz gut geworden. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video hier aus, wo sind wir hier? Bad Driberg. Bad Driberg. Und zwar, wir sind von Hyundai eingeladen worden und wir fahren auf der Rennstrecke Bilster Berg den Hyundai i30N. Wir werden die so ein bisschen quälen. Ich weiß nicht, der Hyundai uns oder wir die? Eins von beiden. Aber es wird lustig, weil wir haben schon ein paar Leute hier kennengelernt, die morgen mitmachen und es wird auf jeden Fall lustig. Das kann ich euch versprechen. Weil morgen um 7 Uhr ist Frühstück und 8 Uhr und um 8 Uhr ist Rennstreckentime. Deswegen morgen um 8 Uhr müssen wir auf der Rennstrecke sein. Guck mal, ich habe sogar meinen Namen. Dein Name ist sogar richtig geschrieben. Wisst ihr, was mir passiert ist? Ich habe den Namen vom Norm falsch geschrieben oder vertippt. Ich weiß es nicht. Eins von beiden. Auf jeden Fall. Der hat einen falschen Namen auf dem Etikett. Oder auf der Karte hier. Ja. So sieht's aus. Wir haben gelb. Wir haben die Jungs schon von Haudip hier gerade gesehen und die haben auch gelb. Ich würde sagen, wir gehen uns mal anmelden. Ja, komm mal. So, wir sind hier am Bilsterberg angekommen und hier stehen ein paar i30N Modelle und zwar ganz viele. Und es stehen auch so graue, wie wir den haben, aber als Fastback. Nicht als Stufendeck, wie wir den haben. Hier gibt es eigentlich nur graue und blaue. Und zwei rote. Wo? Ah, da ist ein roter. Und da kommt noch einer an. Guck mal hier, der ist auch rot. Auf jeden Fall einen roten Nein. In Rot finde ich den geht. Also schön grau, schwarz oder babyblau. In Rot sind die auch nicht so schnell, ne? Nee. die Jungs von Haudip sind auch hier. Wir haben gerade eine lustige Busfahrt gehabt. Wir saßen alle hinten, wie früher in der Schule. Ach ja, wir müssen in Maske sitzen. Und ich habe so ein Links hier. Wir haben natürlich, der Norm hat sich so vorbereitet, dass wir die Masken vergessen haben. Und jetzt haben wir so, sieht aus wie eine Binde, so was ins Gesicht. Und die sind sehr dick, ja. Hier kann man hier irgendwie Handy reintun oder sowas. Ich weiß nicht, wofür die Tasche ist, aber auf jeden Fall ist eine Tasche. Und wir haben die gekauft an der Tankstelle und da kriegen wir keine Luft. Also ich kriege ja keine Luft. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich gleich 2 Stunden am Unterricht teilnehmen muss, mit Maske, ne? Das ist genau das Richtige für den Belzec. Ja. Wir essen was und dann ab die Luzi. Unterricht, wie in der Schule früher. Ist es hinten. Auf jeden Fall, wir haben die Theorie jetzt durchgekaut. War sehr interessant. Ja? Und wir werden morgen kein Rennen fahren. Ja, also, wie der gesagt hat, die haben gesagt, die suchen keinen Nachwuchsrennfahrer, zum Beispiel wie mich, sondern einfach. Warum lachst du? Das war gemein. Sondern einfach, die suchen, die wollen wirklich einen coolen Tag hier verbringen mit uns. Und ja, ich glaube, das wird morgen sehr, sehr, sehr lustig. Guten Morgen! Heute ist der zweite Tag von Hyundai Driving Experience. Das Wetter ist kacke. Ich mache so ein bisschen, dann wird die Kamera so ein bisschen trocken. Ja. Ich bin das erste Mal auf der Rennstrecke und es regnet. Das im strömenden Regen. Ja, genau. Und dann das noch Bilster Berg. Oh, und das sind die für heute. Für gleich. Die dürfen wir drehen und wenden auf der Rennstrecke. In allen Zügen. Ja, genau. Guck mal hier. Das ist der Andreas. Hallo. Der hat alles hier organisiert. Ja. Nicht alles. Ja. Nur die guten Sachen. Nur die guten Sachen.
So, die Nummer 24, wie mein Alter. Wie gesagt, eine traumhafte Strecke, 4,2 Kilometer, eine Runde. 19 Kurven wurde gestern schon erwähnt, aber das Schöne ist hier, es geht halt von der Topografie her hoch und runter. Stärkste Gefälle 26%, 21% die Steigung gleich danach, das ist die Wartefalle. Das heißt, wenn man hier am Wilsterberg unterwegs war oder ist und man redet von Kurven, dann gibt es zwei, die werden immer erwähnt, und zwar einmal die Mausefalle und die sogenannte Mutkurve, da weiß jeder, wenn man am Wilsterberg war, von was man da spricht. So, dann rollen wir einfach mal eine Runde rum, dann habt ihr den Ring schon mal gesehen. Und zur Info, hier finden keine Rennen statt. Der Ring wurde 2013 eröffnet, seitdem gibt es die Strecke. Und so wie ich gestern gesagt habe, ist wie am Golfplatz alles tiptop gepflegt. So, die ersten 10 Meter haben wir. Ja. Was sagst du nach den ersten 10 Metern? Cool. Erste Rennstrecke. In Schlafmodus. Naja, also ist schon okay, dass wir so langsam fahren. Wie gesagt, erste Mal auf der Rennstrecke. Und direkt, ja, diese Rennstrecke. Die geht hoch, runter, hoch, runter. Manchmal sieht man einfach nicht, was dahinter kommt. Ja? Also, ich fahre oder ich mache so, weil ich sehe ja nichts, was da vor mir ist. Also, manchmal kommt eine Überraschung. Ja? Wenn man natürlich die Strecke kennt, okay, jetzt hinter der boah. Weiß, was hinter der Kuppe kommt, ja, genau. Ob eine Rechtskurve, eine Linkskurve ist, ne? Genau. Das Schöne ist, selbst wenn das passiert, ja, das ist ja kein Problem, weil wir haben ja zwei Autos zur Verfügung gestellt bekommen. Ah ja, dann haben wir immer noch einen über. Dann können wir immer noch weiterfahren. Ah, das ist das Stück, was wir gestern gesehen hatten hier. Ah ja, okay, guck mal, wie tief das geht, runter, Junge. Das geht so hoch. Mama mia, guck mal, was da abgeht. Boah, geht das gut. Also das ist sehr, sehr, sehr steil nach oben, ne? Und zwar werdet ihr jetzt einfach den Speedmeister rausnehmen, damit ihr eure Fahrzeuge hinter meinem Auto so ein bisschen anhalten. Okay, komm. Genau, wie das nutze ich. Du kannst aber auch schalten. Ich hab den Anker geworfen. Entschuldigung? Wo gehen Sie hin? Streckenbegehung. Okay. Die meisten haben ein Problem, ordentlich zu bremsen, weil man aus Gewohnheit immer zuerst schwach ans Pedal geht und den Weg, den man am Anfang verschenkt hat, den holt man nicht mehr wieder. Deswegen müssen wir einfach mal richtig draufhauen. Es reicht am Tag einmal, bevor du losfährst, dass du einfach im Stand den Schlag gibst. Dann weiß das rechte Bein genau, was es zu tun hat. Wie auch der Vergleich linker Fuß bremsen. Das ist, funktioniert nicht, aber es kann man alles trainieren. Deswegen machen wir das immer. Und jetzt machen wir Folgendes. Reelle Situation, ihr fahrt mit eurem Auto auf der Landstraße um eine Kurve rum. Ihr könnt die Kurve nicht einsehen und seht, oha, da ist plötzlich ein Hindernis auf der Straße. Keine Chance zum Ausweichen, Gegenverkehr, Leitplanke etc. Ihr habt nur die Chance, über eine Notbremsung, eventuell, wenn es gut geht, das Auto noch zum Stillstand zu bringen. Das heißt, in der Kurve eine Notbremsung. Nicht so wie jetzt gerade eben beim Geradeausfahren. Vom Ablauf her schaut es so aus, wenn ihr da hochschaut nochmal, das ist das Starttor. Dort auch bitte rangieren, nicht in die Wiese reinfahren. Ihr seht ja selber, das ist alles recht weich. Da bringe ich nur den Dreck zurück auf die Strecke. Dann haben wir den Eingang markiert von der Übung. Zwei blaue, die stehen. Links und rechts die roten. Dann wisst ihr, da muss man rein. Und die Kurve ist jetzt vorgegeben, ist jetzt nicht die Ideallinie. Aber alles, was blau ist, ist der Anfang von der Kurve. Ab da, wo rote Hütchen sind, da ist der Bremspunkt bei den doppelt rot gelegten.
Und eigentlich Ziel wäre, das Auto so nah wie möglich ganz links zum Stillstand zu bringen. Wenn das der Fall war, rollt es weiter und kommt hier über die Fläche wieder zurück. Der Erste, der ankommt, muss warten, bis das letzte Auto da ist und dann fahrt er gemeinsam wieder zurück zum Start. Es kann passieren, das Heck kommt, aber du haust ja eigentlich voll auf die Bremse drauf, hast vorne und hinten maximalen Bremsdruck, aber was? Geht nach rechts, oder? Ja, ja. Der schiebt einfach raus, ne? Ja, das Auto geht geradeaus weiter. Und zwar, schau her, du fährst jetzt da hinein mit einer Geschwindigkeit, ich denke mal mit so 90 wird es klappen, dann haust du auf die Bremse und dann ist der Reifen für einen kurzen Moment überfordert. Das Auto hat hier Fliehkräfte, ja? Gegen die Fliehkräfte gestern in der Theorie gibt es die Seitenführungskräfte. Kostgummi. So, und wenn du jetzt auf die Bremse draufhaust, dann ist der Reifen im ersten Moment überfordert. Das heißt, das Auto folgt mehr dem Verlauf nach außen, untersteuern. Und in der Realität, was machen denn die Leute, wenn der in Richtung Gegenverkehr geht? Bleiben die entspannt oder drehen die fast durch? Die lenken noch mehr ein. Im Grenzbereich, wenn ihr unterwegs seid, merkst du sogar 3-4 km/h, wenn du schneller oder langsamer fährst. Deswegen haltet euch ein bisschen an die Maxgeschwindigkeit. Wir laden ja noch echt durch. Ne? Ihr macht es jetzt auch so, mal ganz gemütlich anfangen, 70 km/h. Ja. Und du wirst sehen, bei 70 macht das Auto nicht viel. Da sind wir weit weg vom Limit. Dann gehen wir auf 80 und dann 90 nach dem Tacho. Und wichtig ist auch, wenn ihr reinfahrt in die Kurve, ihr seht ja selber, die Strecke macht das so an Bogen. Was wollte ich mal? Ruhig reinlenken und am Bremspunkt voll den Schlag aufs Pedal. Auto kommt immer zum Stillstand. Wir machen jetzt Bremsübungen in der Kurve, wie die junge Dame hinter mir. Das war knapp 87. Das Auto schiebt wirklich nach außen. Krass. Jetzt sind wir dran. So, die Aufgabe war mit 90 hier in der Kurve zu bremsen. Hat geklappt. Ich kenne einen, der hat 91 geschafft. Hallo. Er ist etwas jünger und ist natürlich etwas mutiger. Ich vertraue aufs Auto. Man das auf Zeit, ja, weil es halt Spaß macht. Weil wir Bock haben. Weil wir Bock haben, genau. Aber wir haben natürlich ja auch einen anderen Grund, warum wir das auf Zeit fahren. Denn wenn man zu viel Druck sich selber gibt, weil die Zeit läuft, macht man viele Fehler. Vielleicht kennt ihr auch die Situation, ihr habt einen ganz wichtigen Termin, habt verschlafen und jetzt versucht man dorthin alles wieder einzuholen. Und dann fährt man schneller, als es eigentlich erlaubt ist. Man riskiert, dass man Führerschein verliert. Und plötzlich machst du Überholmanöver, wo eigentlich du sonst nicht überholen würdest und du bist auf einen Schlag mit allen anderen per Du. Du Idiot, du Idiot, du Arsch. Und du weißt, wie es ist, oder? Und das ist schlecht, weil man fährt über die Verhältnisse, geht ein hohes Risiko ein. Wenn du ruhiger fährst, bist du eigentlich genauso schnell. Und das kann man hier direkt am Slalom sehen. Das bedeutet aber auch für euch, wenn wir heute Mittag die Runden fahren, weißt du, diese Pacecar-Runden, und du hast vielleicht gerade den Anschluss an die Gruppe verloren, dann kann es auch schief gehen, wenn du jetzt plötzlich mehr pusht, das Auto in einen Bereich bringst, wo das Auto schon nicht mehr lenkt oder ähnliches, dann kriegst du die Gruppe sowieso nicht, aber die Gefahr ist halt, dass du mit dem Auto abfliegst. Und bei heutigen Bedingungen, wie es ist, ist so ein Gras, das beschleunigt gefühlt sogar. Das heißt, wir haben nicht viel Luft, deswegen müssen wir schon so fahren, dass das Auto immer auf dem Asphalt bleibt. Man kann lernen, auf Zeit zu fahren. Ein Rennfahrer kann das. Der sagt jetzt, okay, jetzt habe ich nur 3 Minuten, jetzt muss ich raus, jetzt muss die Zeit passen. Dann kriegt der das hin. Aber der weiß auch, was schnell ist. Der hat es im Gefühl. Wir haben es als Normalfahrer vielleicht nicht. Gerade die jüngere Generation, also bei mir war das so, Moped, lauter Auswurf, boah, lauf wie Sau. Geh mal auf einen Prüfstand, dann wirst du sehen, das hat 5 PS weniger. Aber allein der Lärm vermittelt ein Gefühl, dass es schnell ist. Und das ist auch beim Autofahren. Wenn das quietscht und macht, dann denken die Leute, sie wären schnell. Dabei war das nicht schnell, das war eher kriminell. Der muss froh sein, dass er noch auf der Straße war. Danke.
Straße blockiert, Gegenverkehr frei, ausweichen. Vom Ablauf, Start ist klar da oben, fahrt nicht in die Wiese rein. Der Dreck ist echt blöd, wenn er auf der Strecke ist. Stopp mal mit, wir fahren da rein, irgendeiner macht Motorgeräusche. Okay, das war's. Jetzt schaut her, jetzt sind wir da beim Einlenken, wo geht jetzt der Blick hin? Jetzt geht er weiter nach vorne. Was musst du am Lenkrad jetzt schon mal machen? Musst du auch irgendwas tun? Gerade weg. Gerade? Ja, dann kehrst du der Katz. Das ist zu wenig. Wieder rechts rum, ne? Wieder rechts. Das gleiche, was du da links lenken hast, musst du jetzt nach rechts lenken. Ja. So, und wann mal, wenn du jetzt in der zweiten Spur drin bist, was musst du dann machen? Gerade am besten. Genau, jetzt kommt das gerade Lenken. Das heißt, die Stabilisierung vom Fahrzeug. Und wenn das Auto gerade fährt, dann hau bitte hier in der zweiten Gasse voll auf die Bremse und bremst das Auto bis zum Stillstand ab, weil nach unten wird es sonst ein bisschen eng. Was wichtig hier ist, ist die Stabilisierung vom Auto. Schau mal, wenn du jetzt hergehst und du lenkst gemütlich nach links und ihr reichst das Lenkrad nach rechts und ihr lasst es zu lange rechts stehen, dann kann das Heck ausbrechen. Ihr müsst immer wieder nach irgendwelchen Lenkaktionen das Auto beruhigen. Und das ist das, was wir auch gestern gesehen haben in der Theorie. Zack, zack, beruhigt dich, Auto. Und dann kommt das Nächste. Wir haben Leute, die haben eine super Reaktion, die weichen gut aus und danach verlieren sie die Kontrolle über das Auto, weil sie einfach nicht die Räder gerade hinbringen. Und so wie jetzt der ein oder andere bei euch Auto fährt, Hand auf 12, funktioniert das auch nicht. Du kannst so überlenken, aber du kommst das gleiche nicht in die andere Richtung gelenkt. So, Andreas? Ich war schon, aber Akku war leer. Ja, ich war nicht mit. Das können wir toppen, oder? 107 kriegen wir. Na klar. Du hast vorhin gesagt, du toppst das. Und das war genau 100 km/h. Und wir sind. Spaß, aber schon verdammt schnell, ne? Gib mal Gas. Was war das, Kollege? Ich habe einen mitgenommen, oder? Ja. Tut mir leid, Bruder. Ich bin der schlechteste Beifahrer auf dem Planeten. Die Kamera halten, Junge! Wir haben Mittag gegessen. Zum Glück nur gefrühstückt, nicht Mittag gegessen. So, was haben wir für... 105.